Ja, sorry für dein Ping und ja, du hast recht. Also, ich finde das dann auch blöd, wenn du dann... Also bei mir ist das, ich will immer das Spiel sehen und die Reaktion von demjenigen sehen. Und nicht, wie er auf den Chat reagiert in der Situation. Wenn das verständlich ist. Schlittschuh laufen? Nice. Bei uns regnet es. Eisregen. Und ich war mit dem Fahrrad unterwegs. Das war nicht cool. Da finde ich Schlittschuh laufen bedeutend besser. Das mit auf der Fresse fliegen, das kenne ich. Das hatte ich mit dem Fahrrad. Dann hatte ich eine Platzwunde. Das Gute war, da ich im Krankenhaus arbeite, wurde das relativ gut schnell behandelt. Ja, besser der Po als dat, der Kopf oder die Hände. Das finde ich nämlich auch sehr unangenehm. Und das Schienbein ist auch echt blöd beim Laufen. Kann ich dir sagen, wenn du da einen mega Bluterguss hast. Also Glückwunsch, dass nur der Po war und nicht zum Beispiel die Handgelenke, weil du die so überstreckt hast. Weil das kann echt mies sein, wenn du dann schreiben willst und deine Hand nicht gerade halten kannst. Oder noch viel schlimmer, wenn du nicht zocken kannst.
Okay. Eine nice Information. Ja, aber man muss ja dazu sagen, so lange hockst du ja nicht auf dem Klo, dass das dich lange wehtut. Jo, vorsichtige Fahrt. Bei uns hat es echt hart Eisregen und so weiter gegeben, ne? Also fahr vorsichtig. Und dann bis später. Tschüss. So. Wird er jetzt geplättet, die Biene? Okay, Bienenfolter aktiviert. Funktioniert das jetzt mit der Biene? Wieso gehst du nicht? Weil das eine Quarry Bee ist. Also eine besondere Art von Biene. Ha! Ich muss mir mal ein Bee-Buch basteln. Oh, ich habe eins. Okay. Genetik. Collecting. Hab ich doch. But love. Jo, danke schön, dir auch viel Spaß und dann bis denn.
Oh, was? Was brauche ich hier? Okay, liegt das dran, dass der Server am Laggen ist? Oder liegt das... Moment. Settings. Tschüss. Danke fürs dabei sein. Hä? Warum geht denn das nicht? Mit da mein YouTube-Video zu. Geht das nicht, weil das Stick. Testen wir das Ganze mal. Koppel. Oh.
Okay. Counter. Can count redstone points up to. Okay, ich habe hier was vergessen. Extract. Das löschen. Brauchen hier noch ein Zentrifug. Einsetzen. Zentrifug. Okay, also das Redstone-Signal muss länger sein. Redstone. Ich wollte eine Zentrifuge bauen. Zentrifug. Also, wir bauen ein. Alle gehen hier ran und bauen ein Schematic dafür, ein Pattern. Dark. So. Dann können wir die hier auch gleich bauen. Experience. So. Und Speed. Viele. Jetzt müssen wir noch rausfinden, wie wir das Signal länger machen können.
Okay, dann machen wir das so. Und zwar. So. Okay. Hier rein. So. Ich glaube, das müsste gehen. Ich bin mir aber unsicher, weil ich das gerade nicht weiß. Das passt. Das wandert da rein, sauber. Insert, machen wir doch mal hier Extract. Müssen wir doch noch irgendwo einen ransetzen. Thank you.
Ich glaube, wir haben gerade eine Biene getötet. Oder ein Villager. Machen wir das Wichtigste überhaupt. Hoppa. Ah, ne, ist ein Pisten, ne? Und ein Dispatch. Das war ja nur mal dezent nervig. So, guten Schlag. Metanural. Ja. Die Metanural, die brauchen wir. Es ist Tag und Nacht. Damit haben wir eine Chance, damit kriegen wir es hin, dass das Tag und Nacht läuft alles. Und dann müssen wir hier nach und nach alle Bienen austauschen mit Endurance Strong. Das brauchen wir. Behavior und Weather Tolerance brauchen wir Annie. Hier aus. Hi, 100%. Mal Medium. Alles, was jetzt 100% ist, holen wir uns raus. Okay, wir müssen uns noch eine Biene von draußen holen. Aber die könnten jetzt vielleicht die Wettertoleranz bekommen. Weil es regnet. Huh.
langsam wird es mit den Genen. Aber jetzt sollte ich eben noch eine Query B. So, ich muss mal eben noch was kurz testen. Wieso ist das cancelled? Und zwar. Moment. Okay, funktioniert. Top. Ich habe da so ein kleines Problem. Mit Rufbereitschaft. Ja, kann passieren, dass ich heute Abend angerufen werde, aber hey. So. Okay, damit sollte das mit den Spirited
Oh. So. Etwa. Kann ich den auch herstellen? General Ender Prediction. Okay. Dankeschön, Daniel. 140. Danke. Die kriegen hier ein bisschen weatherproofed. Ist. Das habe ich völlig vergessen, dass die die Endstufe ist. Okay. Dann müssen wir hier Cage. Nehmen die Quartz. Dann nehmen wir die Obsidian. Weil die haben ja High Endurance. Können die denn? Okay, die können untereinander breeden. Hätte ich auch mal vorher gucken können. So.
upgraden wir noch unseren Backpack. So, dann können wir den wenigstens mal... Okay, super. Potatos. Ich habe keinen Sand mehr. WTF. Spirited. X. Water. Haben wir jetzt auf jeden Fall eigentlich ordentlich Strom. Das sollte erstmal ausreichend sein. Wie heißt das denn?
Säcken hier? Nee. Beach Creeper wäre vielleicht noch interessant. Pulverizer. Okay, besorgen wir erstmal ein bisschen Sand. Fliegen wir? Okay, fliegen wir dann noch. Oh, ich habe keinen Strom mehr. Okay, Sand, 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 Sand. Was ist das? Oh, hier bin ich schon durchgepflügt, oder? Ja, da bin ich schon durchgepflügt. Ich sollte eben kurz wieder zurück. Ach, ich habe unten Potatoes. Oh. Okay. So.
Crafter. Stack. Und dann gleich noch zwei Speed. Und dann haben wir das da drin. Speed. So. Wie heißen die Biene? Bee of Infinity. Ist diese Biene? Ich weiß gerade nicht, wie die heißt. Ey, wie heißt das Zeug? Hier, da. Oh mein Gott. Deep Frozen Ocean, Cold Ocean, Ocean, Lukewarm Ocean. Okay. Emeralds. Ending. Unbreaking. Efficiency. Books und Librarian. Dankeschön, Bobia B. Dankeschön. Ich suche gerade nach Lör für. Wie heißt das gleich noch? Für die Angel. Damit ich. Oh. Nee, Luck of the Sea. Einfach damit ich die Prisma B einfacher bekomme.
Splitting. Dauert natürlich echt hardcore lange, das zu finden. Okay, ich will noch Luck of the Sea finden. Dauert hier alles so lustigerweise ein bisschen. Ich will auch nur Luck of the Sea. Bald echt kaputt hier. Ja, komm, nehmen wir das hier einfach. Wie viel gibt's denn davon? Luck. Oh, 3. Und nehmen wir 2 mit. Right.